Wisst ihr, was ich mag? Dieses glitzernde Auge da, das wir haben. Das haben wir wegen dieser coolen, weniger Magiekosten-Seele. Auf jeden Fall, damit willkommen zu einer weiteren Folge Bloodstained Ritual of the Night. Quasi Folge Finale plus 1, weil wir in der letzten Folge den letzten Boss gemacht haben. Ich gehe mal stark davon. Weißt du, es wäre auch interessant, wir kriegen irgendwie Vampir-Seele und dann lutschen wir das ganze Blut da weg. Keine Ahnung. Weil da geht es auf jeden Fall unten weiter. Es geht bloß noch nicht. Wie war das? Echt da hoch? Cool. Buche. Kann ich verarschen? Als Obi-Obi. Ich one-hitte die nicht? Habe ich da nicht das unsichtbare Schwert? Ja. Okay, wie du meinst. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in den Untergrund. Weil wir haben zwar den letzten Boss gemacht. Aber. Nein, hier ist einfach Game Over. Hast du verkackt, was scheiße von dir. Was wollen wir jetzt ändern? Wir wissen nur noch nicht ganz wie. Und deswegen gucken wir uns um. Irgendwo müssen wir irgendwas finden, was uns diese eine Tusse da wegbomben lässt, die den Jabber so ein bisschen beeinflusst hat. Die wir gar nicht gesehen haben im Bosskampf. Ich könnte auch zum Spaß einfach jetzt jede Folge damit anfangen, den Kurs wegzulasern. Weil da war schon einfach. Der hatte keine Chance. Der hatte keine Chance. Pau. Wo will ich eigentlich hin? Muss darum. Ja, okay, ich muss nicht so ein paar Räume weiter. Fledermaus und so. Piss dich. Gut. Ach du Hure. Oh, cool. Weil das will ich schon haben. Monsterzahn. Nix wert, aber ich nehme es halt mal mit, ne? Ich meine, das hier war ja alles optional. Ich habe hier noch keinen Boss gemacht und gar nichts hier unten. Ich habe hier nur die Schaufelritterrüstungen bekommen. Ich brauche Vorschläge. Oh, hi. Warst du schon da? Oder? Okay, Mongo. Als ob ich den Dinger nicht kaputt bekommen habe. Wo er beschwören. Das finde ich so zum Kotzen. Egal, ich glaube, hier wollen wir runter und gucken, was in dieser Sackgasse war. Oh, Frosch! Oh, zumindest nicht die giftigen. Die ärgern mich noch weit mehr. Oder muss ich hier schwimmen können? Weil schwimmen kann ich nicht. Oh. Aha. Hier muss ich schwimmen können. Ich kann aber nicht schwimmen. Hier weiß ich nicht, hier weiß ich auch nicht, ob ich hoch kann. Naja, das wäre der nächste Anhaltspunkt. Hier ist eine Boss-Tür, durch die ich nicht kann, nur eine Schlachtrossrüssel, wo auch immer. Schlachtrossrüssel, Schlachtrossschlüssel. Von dem ich keine Ahnung habe, wo ich ihn herbekomme. Hier hinten haben wir auch alles gemacht, das war nur für den Teleporterstrom mal. Da kamen wir aber nicht hoch, weil wir die Reichweite nicht hatten. Ja. Ja. Hier haben wir eigentlich im Grunde alles. Hier ginge es weiter. Ich überlege gerade hier, weiß ich auch nicht. Brauchen wir bestimmt auch wieder irgendeinen Schlüssel? Ja gut, dann versuche ich jetzt mal hier hinzukommen. Ich könnte jetzt Game Over gehen oder einmal ausmachen. Aber ist ja auch blöd. Wieder zurückgehen. Wieder zurückgehen. Rubin! Saphir und Smaragd. Aber bei dem Rubin weiß ich, dass ich ihn gebrauchen kann für die Gatoni-Feuer. Das ist ganz angenehm. Soll ich den wohl nicht kaputt kriegen? So schnell. Finde ich unangemessen. Der Laser ist angenehm stark. Übrigens, es gab Tipps. Es kommen ja immer, wenn ich das Spiel starte, erst mal 50 Minuten Tipps, bevor das Spiel wirklich startet. Was bin ich? Hey, was bin ich?
die wanted dich nicht mal. Und da stand zum Beispiel dran, Fluggegner sind oft schwach gegen Stoßattacken. Gepanzerte mögen, haben kein Problem mit Schnitten, aber dafür mögen sie Schläge nicht. Also stumpfer Einschlag wahrscheinlich, was ist dann der Unterschied zum Schlag? Ich weiß nicht, irgendwie sowas. Und auch Fluggegner haben oft Schiss, nee, gepanzerte haben oft Schiss vor Donner, keine Ahnung. Was heißt, es gibt hier so eine zugrunde liegende Pokémon-mäßige Typentabelle wahrscheinlich, die in den meisten Fällen stimmt. Die ich mir aber nicht antun werde, wenn ich einfach alles weglasern kann. Weil warum wollte ich? Wo ist der nächste Teleporter? Da kann ich ja fast hochlaufen. Ja, ich muss sowieso zu dem Teleporter laufen. Ich lauf da hoch. Und dann schauen wir, was abgeht. Schnauze. Einfach hochgesprungen. Ja, alles klar. In dem Fall. Geist! Also gut gemacht. Eisen, Obsidian. Stimmt, ich wollte mir auch noch so eine Rüstung machen, wo ich immer noch zu dumm für bin. Ich habe nur mal gelesen, ja, da musst du zum Johannes gehen und gut ist. Aber das ist ja Bullshit. Komm ich da jetzt echt nicht einfach hoch? Frechheit. Der macht mir das ja nicht. Der ist jetzt dumm, meine Bücher zu lesen. Ich gebe ihm so ein Schema. Hier, Obsidian-Rüstung, der... Ich kann lesen. Der ist so groß. Und den schieße ich einfach weg. Aber der war schon immer schwach. Ich habe ihn ja schon damals mit ein oder zwei Pfeilen weggemacht. Weißt du? Hundi, die Bellen beißen nicht. Hundi, Hundi. Nimm. Als ob ich dich jetzt nicht erwischt habe. Hallo, Schinken. Nein. Der wollte auf mich schießen. Der war gefährlich. Weil ich hier stehe. Oh, doch, hab getroffen. Ich nehm's zurück. Ich möchte so gern dein Freund sein. Ich nehme alles zurück. Wer kennt das? Findet Nemo. Das oder Himmel und Tun waren mein erster Kinofilm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei Findet Nemo im Kino war. Bei Himmel und Tun habe ich schon. Ich glaube. Wenn ich mich festlegen müsste, wäre Himmel und Tun mein erster Kinofilm gewesen. Evoa. Ich bin echt unsicher. Ich kann auch meine Eltern nicht fragen, weil bei Himmel und Tun war ich nur mit meinem Vater und glaube, der weiß noch was von irgendwann. Mako Öl. Öl von Mako Mako. Oh. Wie das aufräumt, halt. Nein. Du hast überlebt. Nein. Schön die Schmotze überall und das Blut. Es ist auf der Nintendo-Konsole und das Blut ist nicht zensiert. Ist unbelievable, sage ich euch. Unbelievable. Ich will unbelievable so aussprechen, aber jetzt immer. Du! Der Laser, ich sag euch. Ich benutze Rigatoni Feuer gar nicht mehr, weil der Laser macht Spaß wie blöd. Und wenn du rumläufst und überall sowieso neuen Shit bekommst, ist es sowieso egal. Nein. Den Rest teleportieren wir uns, weil warum nicht? Warum nicht? Nein. Ja. Die Gichtkathedrale. Habe ich jetzt zumindest gelesen auf die Schnelle. Gehen wir erstmal rechts, Deutschland. War ich hier bei dem Dämonen? Ja. Katze. Oh, Doc. Vielleicht auch ein Hund. Ich bin nur sicher. Nein. War hier nicht auch so ein Hundi? Okay. Oder war der woanders? Hier auf jeden Fall das Schwert und noch ein Dämon und so ein Scheiß. Lebt noch? Komm her, du! Boom, Junge! Du tot? Ja. Ich geh's aber auch nicht wirklich hoch. Allerdings habe ich so gut wie keine Mami mehr. Ja gut.
Und immer speichern. Wenn man ein paar Seelen bekommt, dann nehme ich mir die Sekunden Zeit. Speichern geht interessanterweise voll schnell. Aber irgendwie irgendwas laden. Nicht mit mir. Ich habe das Schwert vorhin einfach getötet. Blutbringer, ja, ja. Ich dachte, das Schwert hat überlebt, aber es ist einfach in den Boden oder was? Ist schon stark. Ist ein bisschen stark. So, lass mal sehen, müssen wir nach links. Oh, ich bin tot. Och nö. Das ist doch eine Kiste. Katze. Rigatoni-Feuerkatze. Ich glaube, die Katzen haben mir Rigatoni-Feuer gegeben. Ich glaube, dass er mich hier bekommt. Weiß ich nicht. Könnte ich mal benutzen, weil mir Magie ausgeht, weil hier niemand Kerzen hinstellt. Ah, schau mal. Was gibt's? Magua-Witte. Klar. Ich wollte schon immer ein gutes alles Magua-Hudi-Hudi-Hudi. War mein größter Wunsch im Leben. Und den haben wir auch getroffen. Das ist doch herzallerliebst. Ja, mit dem Schwert ist ja auch besser als mit der Axt. Beziehungsweise Sense. Komme ich hier jetzt hoch, ist die Frage. Ehrlich? Ich glaube ja. Was, wenn ich... Ah, okay, alles klar. Wir sind unterwegs. In neue Gefilde. Ah ja. Ich wollte doch sagen, wo ist meine Axt? Nicht da. Der gefällt mir hier oben. So ästhetisch und so. Mach auf das Bild. Das erinnert mich irgendwie scheiße, es war in Minecraft die Kathedrale zu bauen. Will ich hier runter? Ich kann hier unten gucken, dann lasse ich's. Ich hätte halt sonst die Lampe kaputt geschlagen. Ihr wisst ja, ich bin Vandale und so. Ich bin einfach nur so ein Typ. Kann ich? Da war da einfach drin. Zum Glück bin ich da reingesprungen. Das ist es nämlich. Man konnte ja auch in die Glocken in Castlevania rein. Da war nur nichts. Aber jetzt hat es sich gelohnt. Nach all den Jahren. In jede Glocke reinklettern. Ich sage euch. Das ist auch ein Tipp fürs echte Leben. Warte, bist du nicht der Gute? Danke für das Abwehren. Voll cool von dir. Wo bin ich? Bist du neu? Das ist ein Ozipeder. Die muss ich kaputt machen. Habe ich gehört. Aha. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Wir wissen ja, da ist eine Truhe und die hole ich mir jetzt. Wie du lebst. Achso, das war die Scheiße, ja. Torte! Ich will das aber auch irgendwie nutzen können. Absolute Frechheit hier. Aber jetzt muss ich die besiegen. Die saugen nicht. Ich habe die ganze Woche nicht aufgenommen. Jetzt saugen die. Willst du mich komplett? Das ist doch Absicht. Das kannst du mir nicht sagen. Ich meine, erfahrungsgemäß hört ihr das nicht, aber mir geht's auf den Sack. Der Wille ist erzählt und deren Wille ist mir auf den Sack zu gehen. Das könnte ganz gut. Du steckst aber jetzt nicht fest, oder? Monstervogel drin. Oh, die brauche ich für diese Super. Kann ich eigentlich. Scheinbar kann ich die benutzen. Ich mache das jetzt nicht wegen Verschwendung und so. Oh nee. Was bist denn du? Nicht Elementar. Hier, Laserstrahl.
Jetzt, Alter, mich auf den Sack. Ich hab geschlagen. Das ist wie ein Smash. Ein bisschen Magie wiederholen. Biscuit. Wie war das? Irgendwas Biscuit. Der hat zum Beispiel sehr gute Verteidigung gegen. Was ist denn die Axt eigentlich? Im Grunde müsste die doch Hieb und nur Hieb. Das ist keine Axt, das ist ein Hellbade. Hier Blödsinn. Boah, ich kann kaum schwingen damit, ohne dass diese scheiß Medusen-Mongo-Köbel. Das ist nicht mal Medusen-Köbel, die versteinern mich ja nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist dasselbe. Laser. Und hier komme ich jetzt nicht so easy hoch. Will man mir sagen. Aber lass noch mehr TP ab. Warte mal ganz kurz. Da tun wir uns doch mal ganz geschickt, wie wir sind. Yay! Und in dem Sinne glaube ich fast, dass ich da trotzdem hochkomme. Das sind die Digi-Kids, die ich schon haben will. Und das sieht nicht aus, als gäbe es einen anderen. Ja. Ha! Rührei! Mag ich nicht. 2000 Gold? Ja, das mag ich schon eher. Wenn mir 2000 Goldstücke oder Rührei anbieten würde. Ich wüsste, was ich. Freund der Feind. Feind! Aber zum Glück bin ich ein bisschen hart OP mit dem Laser. Ich dachte an Schlachthausschlüssel, aber vielleicht mag der mich ja, was weiß ich. Ich bin sehr naiv. Lass mich gut. Kurz. Versteinerungswiderstand. Steigert deinen Versteinerungswiderstand. Heißt das, ich werde nicht immer versteinert, aber vielleicht noch manchmal? Die Axt ist gerade. Habe ich die Glocke da runtergeschlagen? Es scheint nicht wirklich, als ob ich da so easy hoch kann. Okay, da war mir einfach. Ich bin physisch immer noch arschschwach, aber ich habe auch ehrlich gesagt alle meine Ausrüstung auf Magie Damage gemacht. Das gibt Sinn. Ich wüsste aber tatsächlich nicht, wie viel halt was anderes bringt. Gerne. Oh. Hilft das? Heilerscheinung. Juhu. Diese Sessel sind ja schön und gut, ja? Ich will da nicht runter. Da bin ich mir relativ sicher. Wo sind wir da? Nicht direkt über dem Blut, oder? Nee. Die Dian-Knecht-Kathedrale. Oh, ich muss ihn so töten, finde ich. Komm mal her, du geile Sau. Du siehst schon ganz schön hässlich aus. Mein Silberritter ist besser geworden. Finde ich gut. Warte mal. Ah, mit der Glocke habe ich diesen Schutthaufen zerstört, der da vorhin war. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich da nach links? Warum war ich da schon? Aber ja. Oh. Ups. Bäh. Geh mal alle. Deine Waffe ist nie länger als meine. Das ist unangenehm. Huh! Oh, nehme ich. Was kannst du? Sperrwaffen verbessern. Steigert Sperrschaden, dachte ich mir. Ein schwerer Ritter, der Sperrschaden verbessert. Siehst du, das ist ein bisschen kreativ. Ich meine, das ist ja cool, wenn du sagst, hey, ich finde Speere voll geil. Dann ist die Seele ja eigentlich voll gut. Ich bin da gerade einfach runtergeschlittert. Das ist so ein Geilo, Mann. Geilo Nachten. Nee, nee. Ich mag diesen Glockenturm. Was mich dahinter erinnert, dass meine Kathedrale noch keine Glocke hat. Gold ist teuer. Gehen wir mal hier durch. Ja, und gucken. Ich meine, du kannst ja nichts. Die da unten kommen nicht zu mir. Glaube ich. Soll ich hier nicht drüber kommen, oder? Oder?
Nope. Tatsächlich nicht. Biskuit und Mitri. Die stechen von da unten durch. Ne, du, das ist aber nicht die feine Englische hier. Ups, warte, da war zu viel. Ich will ganz kurz noch den Raum fertig erkunden, da dieses kleine hässliche Stück aufzunehmen. Auftrag ist Auftrag. 5 von 6. Weißt du was, dann ganz ehrlich, mache ich den letzten gerade auch noch. Aber ich werde ihn nicht mit dem Laser machen, weil ich durch den einen Raum da rechts gleich wieder durch muss. Und da habe ich gerne meine Laser-Magie. Nee, nicht da runter droppen. Ach, du bist ein Arschkopf. Vor allem, das ist die Superheiltrank-Mixe. Wie? Aua, nicht 15 Schaden machen. Steintau, brauche ich auch. Ich glaube, ich komme langsam mit dem Spiel klar. Ich weiß, was ich brauche für meine Tränke und so einen Scheiß. Hast du gerade gesehen? Ich habe 2 Schläge gebraucht dank dem Silberritter und er hat den Pfeil abgewehrt. Das war, weißt du was? Hast du gut gemacht. Ich weiß, das sage ich selten zu dir, weil du selten was gut machst, aber Silberritter? Respekt. Lecker, süßen Respekt. Der hat mich weg. Dann kommen die sonst nicht in den Winter. Winterschlaf? Oh. Oh, wir sind auch drüber. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren und beim nächsten Mal wieder. Eine nehme ich jetzt kurz noch auf vor dem Stream von Chibros Rex. Discord-Link in der Beschreibung. Habe ich das letzte Mal wieder vergessen wahrscheinlich. Terminus raus. Bye, bye.